Willkommen Leute zurück zu Xenoblade Chronicles 2 Tornado Golden Country. Ich habe jede Menge gefarmt, wie ihr hier seht. Stufe 99. Dann hier überall die ganzen Talente voll. Dann noch die ganzen Klingen auf. Hoppala. Die ganzen Klingen auf S+. Und ich habe ihnen den Mondmateriasplitter gegeben. Sie hat den Sonnenlichtsplitter. Er hat auch den Sonnenlicht. Und die haben auch die Mondmaterie. Okay. Ja, ich habe die Goldbosse schon alle auf dem Anpassmodus besiegt, um halt zu farmen. Jede Menge zu farmen. Und Gandalf war die Mächtige, war dann mein Testmonster auf den schweren Modus. Und wie ihr seht, ich habe es geschafft. Und ich habe es schon mal versucht, bevor ich gefarmt habe. Und das war mehr als nur Epic Fail. Heilungsblock ist okay. So, letztes Mal lief es super. Da ist keiner gestorben. Oh, hi. So, wie ich sie besiegt habe, ich habe ganz am Ende die Klingenkombos gemacht. Warum ganz am Ende? Weil ich halt vermeiden wollte, dass sie mit Elementars Avahan so früh stärker wird. Deswegen habe ich mich hauptsächlich auf Meisterkombo konzentriert. Sturmatem. Hugo. Er hat sowieso keine Crit-Teilung. Er braucht es auch nicht. Er hat jede Menge Agilität. So, bevor ich umgeworfen werde, sofort wechsel. Rambo. Laura lebt noch. Widget. Muss mich zuerst heilen. Okay. Danke, Crit-Heilung. Und Widget wiederbeleben. Du
So, noch keine Klingenkombos. Noch nicht. Umwerfen. Mitra ist umgeworfen worden. Aber ich konnte noch rechtzeitig wechseln. So, ich werde jetzt erste Klingenkombo machen, wenn die Gruppenleiste voll ist. Ach komm, so. Flächenbrand. Rambock. Noch lebe ich. Kernexplosion. Komm. Und der Ziel ist der Deal. Dam, 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 dam. Yay. Okay. Das war's mit Kandalva, die Hüterin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage dann Tschüss und bis zum nächsten Goldboss. Ciao.